Ja, moin moin, liebe Motorradfreunde. Hier sind Dietmar und Volker. Mal wieder ein Mopedenkabinett-Video. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Heute mal richtig Zeit wieder eigentlich, ne? Folge 14. Ja, Folge 14. Worum geht's? Heute geht's um alt, aber trotzdem geil, die Honda CB250 RS. Road Sport. Richtig, Road Sport. Ist ja bei uns eigentlich eher sehr unbekannt gewesen. Bei uns hatte man die Zweizylinder im Kopf, so die CB250K-Modelle oder D-Modelle. Oder die N. Oder die N, genau. Gab es die als CB250N oder nur die 400er? Nee, die 250. Nee, die gab es auch. Mhm. Ja, genau. Und die war natürlich ein bisschen fettleibiger, das muss man einfach so sagen. Ja. Diese ist ja sehr asketisch gebaut, die wiegt trocken, glaube ich, 125 Kilo. Trockengewicht, ich glaube, vollgetankt mit allem drum dran 140. Und sieht man die auch an. Ne? Ja, man merkt auch, ich habe sie ja eben so ein bisschen hier hin und her rangiert. Ja. Ne? Das ist ja wie ein Fahrrad. Da also hat man nicht viel in der Hand, genau. Herrlich. Und das ist gerade das, was diese Maschine oder so reizvoll gemacht hat. Sie wiegt sehr wenig, hat in der offenen Version 26 PS. Man konnte sie auf 17 PS drosseln. Das haben sie einfach gemacht, indem sie in dem Auslasskrümmer haben sie Blechprofile reingesetzt, Blechscheiben mit einem kleineren Durchmesser. Mhm. Und die meisten haben die natürlich die Dinger rausgefräst und rausgebohrt. Die hier hat auch 26 PS. Die hat die volle Leistung möchte ich betonen, 26 PS. Naja, ich meine, bei 130 Kilo oder was war das jetzt? Ja, relativiert sich das alles. Genau. Ja, ja. Da ist es schon gar nicht so schlecht, genau. Ja. Von wann ist sie denn eigentlich? Die ist von 1980. Oh. Farben gab es damals einmal dieses Rot hier, finde ich übrigens sehr rassig, muss ich sagen. Mhm. Aufs Design möchte ich gleich noch mal kurz eingehen. Dann gab es die in Blau-Metallic, Schwarz und in Silber. Mhm. Ich kenne sie eigentlich nur in diesem Rot, wenn man sie mal sieht, muss ich sagen. Ich habe Bilder, habe ich im Internet, habe ich in Blau tatsächlich. Blau hast du auch gesehen, Silber. Ne? Also Silber, die CB400N, die habe ich so immer, die ist mir sehr präsent. Ja. Die gab es eigentlich fast nur in Silber, glaube ich. Das kann gut sein. Aber du hast recht, die sieht in Rot richtig scharf richtig aus. Richtig geil, vor allen Dingen dieses Design, das ist ja diese sogenannte Euroline-Linie. Mhm. Wo dieser Tank sozusagen in einer Linie übergeht, Seitenbleche hinten und dann dieser Bürzel. Und der Bürzel, das ist natürlich, müssen wir da nochmal richtig mal zu Papier bringen, geil gemacht. Ja. Mit dieser kleinen Abrisskante hier oben noch. Es findet man übrigens alles genauso 1:1 bei der Bulldog wieder, 57 oder 900er. Das stimmt. Ist die gleiche Linie. Das erinnert wirklich ein bisschen an eine Bulldog, jetzt wo du das sagst. Ja. Natürlich in klein, aber geil. Ja. Und dann auch dieser schwarz lackierte Motor. Ja. Sieht total cool aus. Also ich finde, von der Optik her ist die einfach richtig scharf gemacht. Mhm. Und vor allen Dingen, sie ist auch hochwertig gemacht. Das war schon damals typisch Honda. Mhm. Wir haben hier eine abschmierbare Hinterradschwinge, habe ich sonst noch nirgends gesehen. Mhm. Richtig klasse. Und auch alles andere ist von der Schraubenqualität oder die Felgenqualität, guckt euch mal diese Felgen an. Ja, aber ist doch keine Prolink-Schwinge, sehe ich. Nee, nee, ist eine ganz normale mit Stereofederbein hinten. Ja. Das sieht ja aus irgendwie. Ja, die sind wie neu aus eigentlich, ne? Geil. Die Maschine hat 13.000 gelaufen, ist ursprünglich über Dänemark nach Dithmarschen gelangt. Da ist sie auch nie mehr rausgekommen aus Dithmarschen bis jetzt. Okay. Ich habe sie sozusagen befreit. Und, die Arme. Ja, sie hat auch nur 13.000 gelaufen. Ja. Und ich meine, man muss sich das mal vorstellen, man zahlt für so ein Ding so viel wie für ein gutes Mofa. Und da muss man so einfach so mal so in Relation stellen. Mhm. Oder auch so eine 600er oder so. Kriegst du heute teilweise so billig. Mhm. Ne? Ja. Aus den 90er Jahren. Ja, da fragt man sich nicht, Leute, ist der Hype vielleicht auch auf die 50er, wo ich sie liebe, ist der nicht vielleicht ein bisschen überkantig? Ja, wirklich. Ja. Ja, stimmt. Also Leute, wendet euch ruhig mal wieder den kleineren zu. In England übrigens sehr populär gewesen. Ja. Ich werde jetzt neue Reifen draufziehen, weil die sind von 2008. Und eine neue Übersetzung werde ich drauf machen, Kette und Ritzel vorne hinten. Ja. Und dann hat man auch erstmal wieder Ruhe, ne? Also darf ich mal zwei, drei Sachen erzählen, die mir so aufgefallen sind. Mhm. Also erstmal, ich hatte ja, das habe ich jetzt auch schon tausendmal erzählt, aber ich erzähle es nochmal. Ich hatte ja, mein erstes Fahrrad war eine X80. Genau. Und die Armaturen erinnern mich tatsächlich. Ja, das war typisch. Das ist das eine, halt mal den Zettel fest. Ja. Und das zweite, was mich daran erinnert, ist das hier. Also du kannst hier quasi bis nach unten drücken. Ja. Ja, also super weich gefedert. Ja. Viel zu weich eigentlich. Ja. Aber egal, bei so einer kleinen Maschine ist es eigentlich so schlimm. Mhm. Dann die Instrumente, also hier das hier. Ne? Das ist so das eckige sowas von Design, ne? Typisch 80er Jahre Honda. Ja. Total geil. Mhm. Gefällt mir richtig gut. Ja. Was mir noch aufgefallen ist, sie hat zwei Tüten.
So, und im Grunde genommen, Leute, haben wir noch gar nicht gesagt, wer kommt da jetzt? Das ist ein Einzylinder, ja. Genau. Aber guck mal hier vorne, was ist das? Das sind zwei Tüten, also das kommt aus einem... Zwei Krümmer meinst du? Zwei Krümmer, ja, zwei Tüten, genau. Und irgendwie, das ist völlig ungewöhnlich. Ja, nee, kann man so nicht sagen. Das ist einfach jedes Auslass, das ist ja ein Vierventiler. Und jedes Auslassventil hat einen eigenen Kanal und somit auch einen eigenen Krümmer bekommen. Aber ich meine mal ganz ehrlich, welcher Einzylinder hat zwei Krümmer? Das habe ich noch nie gesehen. Müsste ich mal recherchieren, gab es, glaube ich, sonst auch noch mal. Mag sein. Und was noch auffällt ist, das ist ja schon fast modernste Technik, hier der Rahmen, Unterzug, aber hier der Motor ist mittragend. Nochmal, das mal an. Das ist hier angeschraubt. Normalerweise geht ja der Rahmen. Ja, der Motor ist mittragend. Ja. Genau. Ne? Ja, gut, also. Das ist auch, gab es damals ja auch schon alles. Das ist ja nichts Neues. Ja, okay, aber wir betonen das ja immer, ne, bei modernen Maschinen. Also früher war ja meistens so eine Doppelschleife, also mit doppelten Unterzügen. Ja, aber das ist ja hier schon, sagen wir mal, das gab es auch schon in den 50ern und so. Ja. Also. Na gut. So, was fällt mir noch auf? Natürlich das Heck, die Klotzblinker, das gehört natürlich so. Und ja, was fällt mir noch auf, die Sitzbank? Die Blinker kehren auch immer wieder, ne? Bei den verschiedensten Modellen diese dicken Dinger. Es gibt zwar einen Engine Stop, aber es gibt keinen elektrischen, ne? Nein, sie hat keinen E-Starter. Es gab die auch mit dem E-Starter. Ja. Der soll wohl aber sehr anfällig gewesen sein, habe ich gehört. Aha. Und ja, das ist halt noch eine Maschine, wo man ankicken muss. Ankicken, ne? Genau. Kicker, so wie genau, früher. Schön mit Kicken. Und dann auch diese geile Sitzbanken hier, so ein bisschen möchte gern gesteppt, ne? Ja. Aber weißt du was, wenn du dir die Qualität der Materialien damals anschaust, dieses Kunstleder ist richtig hochwertig, ja. Da ist kein Riss und gar nichts drin. Es sieht auch nicht alt aus. Nee. Ne? Und das ist wahrscheinlich nur die Originalsitzbank. Das ist die Originalsitzbank, ja. Genau. Also, ist echt ein sehr schönes Motorrad. Hast du gut gemacht, Volker. Danke. Genau. Und dann wollen wir mal, würde ich mal sagen, wir machen mal einen kleinen Soundcheck. Wir drehen mal eine kleine Runde. Wir drehen mal eine Runde, ne? Und dann erzählen wir mal den Leuten, wie sich das Ganze so fährt. Ne? Genau. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Didi. Freunde, Probefahrt mit der Honda CB250 RS, Benzinhahn ist offen, Schok ziehen, Fußraste hoch, Kickstarter runter und hoffen, dass sie anspringt. Macht sie. So, am Anfang muss man so ein bisschen mit dem Schok spielen. Es dauert auch ein bisschen, bis sie richtig warm ist. Immer wieder interessant, wie klasse sich schon früher bei Honda auch das Getriebe schalten lässt. Wunderschön butterweich, direkt auf kurzem Wege. Ja, das Ding fährt sich im Grunde genommen eigentlich wie so ein Fahrrad. Das ist das Schöne daran. Und das war auch, glaube ich, das Ziel damals der Konstrukteure, sie möglichst agil und leicht zu gestalten. So Schok ein bisschen reinschieben. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen warm fahren, weil sie sonst so ein bisschen unwillig am Gas ist. Drehzahl sollte man immer möglichst so um die 4000 halten, weil darunter ist sie noch nicht so sehr willig, sagen wir mal so. Nee, dann schüttelt sie sich auch so ein bisschen. Das ist nicht so ihr Ding, aber ist ja auch logisch. Das ist ein Einzylinder. Ja, die vier Elemente vorne sehr weich, dadurch aber auch sehr komfortabel. Allerdings glaube ich auch, wenn man mal richtig in die Eisen geht, dann geht die auch auf Block, die Gabel. Probiere ich jetzt hier nicht aus, weil es schmierig ist. Reifen sind von 20,8, das heißt, sie sind richtig schön trockenhart. Probieren das mal einmal aus und ein bisschen die Bremse. Ja, man muss schon richtig in die Bremse reinlangen. Allerdings, ich weiß nicht, wie alt die Flüssigkeit ist und die Belege, die müssten wahrscheinlich auch mal erneuert werden. Hinten ist die Bremse deutlich agiler. Ja, da kann man auch mal richtig schön blockieren lassen hinten. Oh, das Gummi stinkt. Ja, Sitzposition sehr, sehr angenehm. Komfortable Sitzbank. Der Motor, der vibriert so ein bisschen vor sich hin, allerdings sehr wenig. Man merkt allerdings, dass man auf dem Einzylinder-Motorrad sitzt.
so eine Ausgleichswelle, die bemüht sich so, um das Gröbste zu vermeiden, schafft sie auch, aber man merkt natürlich, man sitzt auf dem Einzylinder, finde ich aber auch völlig okay. Man weiß ja schließlich auch, woran man sich einlässt, wenn man sich so ein Ding anschafft. Ja, jetzt merken wir auch, wie hart die Reifen sind. Die läuft so richtig schön rubbelig vorne hart. Sound ist eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Für so einen kleinen Einzylinder von 250 Kubik hört er sich doch richtig schön voluminös an. Schön mit einem kleinen Blubbern hinten drin. Wunderbar. Ah, jetzt drehen wir ihn mal richtig schön. Er geht auch bis 10, also er reißt vorher nicht ab in der Leistung. Aber jetzt merkt man auch schon bei Geschwindigkeiten um die 100, da spielt dann auch schon der Wind eine richtige Rolle. Da macht man sich dann automatisch schon mal so ein bisschen kleiner. Es ist halt keine Maschine, um einfach mal schnell, was weiß ich, dickere Strecken zu bewältigen, sondern da lässt man es so bei 100, 110, lässt man es dann für gut bewenden und sagt sich einfach Spaß auf der kleinen Lady. Noch mal gucken, wie das mit der niedrigeren Drehzahl ist. So, 3,5 liegen an. Doch, jetzt wenn er warm ist, macht er das auch. Aber man spürt auch so Vibrationen im Antriebssystem hinten, so in der Kette. Kann aber auch wirklich sein, weil das Ding schon richtig alt ist. Das Gas ist sehr leichtgängig. Das ist ein 28er Rundschiebervergaser mit Beschleunigerpumpe. Das ist eigentlich der gleiche sozusagen fast wie in der XL250S. Das ist ja auch der gleiche Motor. Bisschen modernisiert, etwas erhöht in der Verdichtung. Anders bedüst und dadurch ein bisschen agiler. Also bietet durchaus Fahrspaß. So ab 6,5 wird er noch mal so ein bisschen leicht zornig. Ich will noch mal kurz auf die praktischen Dinge eingehen. Schalter schon damals in gewohnt guter Qualität. Spiegel, Sicht nach hinten völlig okay. Gabel, wie schon beschrieben, vorne weich, aber vermittelt relativ guten Fahrbahnkontakt. Hinten schon etwas strammer. Übrigens kann man hinten die Vorspannung der Feder einstellen. Wenn man zu zweit fährt oder auch mit Gepäck, dann kann man das Ding so ein bisschen härter einstellen, wie es früher oft so bei den Motorrädern üblich war. Ja, Leute. Kleines, spaßiges, niedliches Maschinchen. Äußerst agil, äußerst flink, hübsch anzusehen. Warum nicht? Ja, Leerlauf, warm, 1750 Umdrehungen, wunderbar. Leute, es macht Spaß. So, liebe Leute, das war unser Mopeden-Video zur Honda CB250RS. Volkers neues Schätzchen. Genau. Mal sehen, ob du damit im Sommer wirklich so viel rumfährst. Ich weiß es nicht. Vielleicht verkaufe ich sie auch wieder. Ich muss mal gucken. Du warst schon zweimal bei mir. Ne? Ja, also, immerhin. Du fährst trotz sie. Scheiß Wetter, ich fahre sie. Genau. Ja, es ist so ein Maschinchen, was man auch gerne mal so kurz für den Stadtverkehr nimmt. Ja. Oder einfach so kleine Landstraßen mal eben kurz hier und da, keine größeren Strecken. Super schön. Ich meine, läuft immer in 140. Ja, flachliegend. Das ist so ein bisschen wie so ein Roller, ne? Da irgendwie hat man irgendwie das Gefühl, da setzt man sich mal eben schnell drauf, genau, kurz holen. Genau, ne? Ja, mal eben kurz das holen. Nicht wie mit einer Adventure-Maschine irgendwie 3 Jahre erstmal irgendwo hinfahren. Genau. Super geil, super schön. Ja, ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir freuen uns über einen Daumen hoch. Und es gibt hier auf unserem Kanal eine Playlist, Volkers Mopeten-Kabinett. Das ist Volker, das ist eine Mopete. Da haben wir irgendwie 14 alte, vor allem ältere Mopas, ja, 50er und so vorgestellt. Schaut genau da mal rein, ist total spaßig. Und ja, damit grüßen wir euch aus Glückstadt. Tschüss, ja. Ciao.